أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Vad sagt det profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über diese Khawarij? Ihr kennt alle die Überlieferung, als ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam. Und da ging es darum, dass die Kriegsbeute verteilt werden sollte, liebe Geschwister. Was hat dieser Mann, der damals von diesen Khawarij war, denn die Khawarij waren die erste Gruppe, die im Islam hervorgetreten sind, von den Sekten, walayadu billah. Er hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guck mal, angefasst. So. Ja, Muhammad, sagte er zu ihm, i'dil, fa innaka lam ta'dil. O Muhammad, wie hat er ihn genannt? War es ihnen erlaubt, dass sie Muhammad zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen? O Muhammad, sei gerecht, denn du bist nicht gerecht. A'udhu billah. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gerecht ist, wer soll gerecht sein? Liebe Geschwister, hört diese harten Worte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Überlieferung ist bei Imam Ahmad rahmatullah alaihi und bei Al-Hakim und Sheikh Al-Albani rahimullah ta'ala sagt, diese Überlieferung ist sahih. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, Al-Khawarij kilabun nar. Die Khawarij sind die Hunde des Höllenfeuers. Nicht nur, dass sie Insassen des Höllenfeuers sind. Schaut mal, welche Erniedrigung. Sie sind die Hunde des Höllenfeuers. Hunde! An alle, die dieses Gedankengut immer noch vertreten. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einer anderen Überlieferung, liebe Geschwister, und Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, sagt in Sahih al-Jami', sie ist authentisch, und al-Dhahabi, rahimullah ta'ala, sagt, diese Männer sind alle authentisch in dieser Überliefererkette nach den Bedingungen von Al-Shaykhain, bedeutet von Imam Al-Bukhari und Imam Muslim. Hum sharrul khalq wal khaliqa. Sie sind die übelste Schöpfung und auch das übelste unter der Schöpfung der Tiere. Hum sharrul khalq wal khaliqa. Und er sagte weiter, sallallahu alaihi wasallam, Toba liman qatalahu. Ein Paradies oder ein Baum im Paradies, das Paradies oder ein Baum im Paradies als Belohnung für denjenigen, der sie tötet. Hört mal ihre weitere Beschreibung, liebe Geschwister. Yad'una ila kitabillahi, wa laysu minhu fi shay. Sie rufen die Leute zum Buche Allahs, aber sie selber haben keinen Anteil am Buche Allahs, sagt der Prophet Muhammad. Du hörst von ihm was? Hadithe, Ayat und so weiter und so fort, richtig? Und er sagt, sallallahu alaihi wasallam, in einer Überlieferung bei Al-Bukhari, يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ. Sie töten die Muslime und lassen wen übrig? Die Götzendiener. Allahu Akbar. Sie töten die Muslime und sie lassen die Götzendiener übrig. Subhanallah ba'adim. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, in dieser selbigen Überlieferung, لَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَهُمْ قَتْلَ عَدْ. Wenn ich sie erreiche, werde ich sie töten, wie Ad getötet wurde. In einer anderen Überlieferung, wie Thamud getötet wurden, liebe Geschwister. Wer sagt das? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und schaut, wie viele Herzen immer noch diesen Leuten nacheifern. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ. Es wird ein Volk aus meiner Umma hervortreten, sie werden den Koran lesen. Und eure Lesung des Korans ist nichts im Vergleich zu ihrer Lesung. Subhanallah al-Azim. Und er sagt, وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ. Und euer Gebet ist nichts im Vergleich zu ihrem Gebet. وَلَا صِيَامِكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ. Und euer Fasten ist nichts im Vergleich zu ihrem Fasten. Das bedeutet, diese Leute haben Ibadah, ja oder nein? Machen sie Ibadah? Sie machen Ibadah. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, in dieser Überlieferung, يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ. Und sie lesen den Koran, während sie denken, der Koran ist auf ihrer Seite, aber der Koran ist gegen sie. Hast du diese Wörter gehört, o Diener Allahs? Über diese selbigen Leute? Hast du diese Wörter gehört? Wisst ihr, was das Üble ist?
Manche kennen die Hadithe, aber ihre Herzen neigen sich trotzdem zu diesen übelsten aller Geschöpfe. Wir sagen, möge Allah euch mit ihnen versammeln. Möge Allah euch mit ihnen versammeln. Halten Leute von Daesh die Flagge hoch, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah? Taib, ich frage dich eine Frage, o edler Bruder. Ist jeder, der die Flagge hochhält, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, von uns? Sagt ja oder nein? Das ist das, was manche Brüder, Geschwister leider nicht verstehen. Nicht jeder, der sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, hat auch die Bestätigung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihr habt die Hadithe gehört, wie gewaltig sie sind. Yani, wenn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wer war der Barmherzigste unter allen Menschen? Wer? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah azza wa jalla sagt, wir haben dich nur als eine Barmherzigkeit für die Menschenbewohner entsandt. Was, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn ich sie treffen würde, ich würde sie töten? Yani, kannst du dir vorstellen, was für üble Geschöpfe das sind? Reicht dir nicht das Wort, die übelste aller Schöpfung auch unter den Tieren? Weil was passiert bei einem gesunden Herz, wenn du hörst Hunde des Höllenfeuers? Dann möchtest du auf keinen Fall Eigenschaften von ihnen annehmen. Aber wisst ihr, was das Traurige ist? Wir hören diese Hadithe und trotzdem gibt es welche, die liebäugeln mit diesen Parteien. Das ist das Schlimme. Wallahi al-Azi. Liebäugeln. Ich sage nicht, dass sie ihnen alles nachmachen, aber zumindest empfinden sie was für sie? Sympathie. Nicht jeder, der eifrig ist in der Religion, ist auch wissend. Bitte tätowiert diese Wörter ein. Nicht jeder, der eifrig ist in der Religion, ist auch wissend. Ich meine, ganz im Ernst, kennt ihr Duat, der ist auf der ganzen Welt und erzählt seine Reden, hat der Wissen? Antwort? Gibt es manche, die kein Wissen haben? Puh, ich könnte euch Namen nennen. Der ist auf der ganzen Welt erzählt und verbreitet Dawah. Aber wenn du ihn hörst, Allahu Musta'an. Die Gelehrten kriegen Haarausfall, wenn sie ihn hören. Nicht jeder, der eifrig ist, hat auch Wissen. Das muss man verstehen. Die Khawarij haben Beweise gebracht für ihre Aqidah. Die Khawarij haben was? Beweise gebracht für ihre Aqidah. Allah Azza wa Jal sagt in Surah Al-Jinn, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا. Und diejenigen, die Allah und seinem Gesandten sich widersetzen, so sind sie für ewig im Höllenfeuer. So sind sie für ewig im Höllenfeuer. Bedeutet, liebe Geschwister, hier Yasi heißt nicht Masiya, wie es in anderen Ayat heißt, sondern hier Yasi, Al-Masiya heißt was? Schirk. Aufpassen, denn wenn eine Person normal eine Sünde macht, heißt es, er kommt dafür für ewig ins Höllenfeuer? Antwort? Allah Azza wa Jal sagt, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah wird es niemals vergeben, dass ihm ein anderer Gott zur Seite gestellt wird. Aber alles, was da runter ist, vergibt Allah, wem er will. Was bedeutet das? Nur Schirk bringt dich für ewig ins Höllenfeuer. Deswegen haben sie diese Eier nicht verstanden. Sie dachten, Masiya hier bedeutet was? Normale Sünde. Und das ist das Verständnis des Koran. Der Prophet sallam hat doch gesagt, sie denken, der Koran ist auf ihrer Seite, aber er ist gegen sie. Er ist gegen sie, liebe Geschwister. Nicht jeder, der euch jetzt mit schönen Ayat und Hadithe kommt, fallt nicht auf jeden herein. Fragt erstmal die Leute des Wissens, ob diese Person recht hat. Jachi, der hat gestern noch in Kaufland geklaut, heute will er dir die Religion erklären. Ich meine, überlegst du nicht selber? Würdest du dein Auto, wer von euch hat ein Auto? Soll sich melden. Keine Angst, ihr braucht nicht beim Umzug helfen. Wer von euch hat ein Auto? Nur Suleyman? Sonne hat kein Auto. Er hat auf dich. Hast du auf wen gezeigt? Achso, auf ihn. Du hast ein Auto. Warum sagst du das nicht, dass du ein Auto hast? Hast du Angst gehabt, dass wir dich einbinden hier? Irgendeine Couch schleppen. Auf jeden Fall, die Sache ist so: Wenn du jetzt ein Auto hast, bringst du das zu irgendeinem Mechaniker, würdest du das zu mir bringen? Auge. Vertraust du mir nicht? Ich hätte dich weiterempfohlen, weißt du das? Jetzt nicht mehr. Du kannst doch nicht zu irgendjemandem dein Auto bringen, ja? Wenn Auto nicht, dann Religion, ja? Subhanallah, was hat er denn hören werden? Und die Takfiris sind die Enkelkinder von den Khawarij, liebe Geschwister. Was ist bei ihnen ähnlich? Was haben die Takfiris mit den Khawarij gemeinsam? Wer sagt mir das? Was haben sie gemeinsam? Na? Wenn man sie nicht bestätigt, dann ist man unruhig. Sie schließen einem sehr schnell vom Islam aus.
Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Ihre Fitna, sie schließen die Muslime vom Islam willkürlich aus. Einfach so. Und machen natürlich was damit halal? Ihr Blut und ihr Vermögen. Und sie schließen die Gelehrten vom Islam aus, liebe Geschwister. Null Barmherzigkeit haben sie. Und sie schlachten die Muslime, als wären sie Schafe. Die Bilder sind tausendfach vorhanden. Und eines der größten Übel ist, dass sie die Muslime davon ablenken, ihren Feind zu bekämpfen.